denn für eine Agentur, wen beliefert ihr? Wird eine Zeit kommen, wo man sich fragt, wie ein bis dahin gesittetes, anständiges Volk sich zu solchen Gräueltaten veranlassen konnte. Das schrieb der Düsseldorfer Jude Albert Hartsfeld im Rückblick auf den 9. November 1938 in sein Tagebuch. Es war ein schwarzer Tag, der Beginn des größten Menschheitsverbrechens der Geschichte, der Shoah. Mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden fielen ihr zum Opfer. Die Erinnerung an diesen Zivilisationsbruch ist konstitutiv für unseren Staat und unsere Gesellschaft, genau wie das Versprechen, nie wieder. Soldaten, unser aufrichtiger Dank. Niemals darf sich wiederholen, was in diesen 12 Jahren unserer Geschichte geschehen ist, was Deutschland, Deutsche getan haben, was sie geschehen lassen haben, wozu sie geschwiegen haben. Diese Lehre bleibt fundamental für die Bundesrepublik Deutschland und ihre Verfassungsordnung. Nie wieder, meine Damen und Herren, ist jetzt. Verteidigungsfähigkeit dient dem Schutz unserer Bevölkerung. Wir wollen unsere Freiheit. Und genau deshalb dürfen wir nicht wegschauen und schweigen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen und ermordet werden. So wie in Israel am 7. Oktober durch die islamistische Terrororganisation Hamas. Die Terroristen machten kaltblütig Jagd auf Männer, Frauen und Kinder. Ihr Ziel war es, möglichst viele Jüdinnen und Juden zu töten. Die Mörder der Hamas wüteten bestialisch, wahllos, gnadenlos. Noch nie wurden seit der Shoah an einem Tag so viele Jüdinnen und Juden ermordet wie an diesem 7. Oktober. Wir trauern um die Toten, wir fühlen mit ihren Freunden und Angehörigen, wir bangen mit den Geiseln und wir stehen fest an der Seite Israels. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, dieser Tage darf es kein Aber geben. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen. Israel hat hier in Deutschland viele Unterstützer und Freunde, das zeigen auch heute die Anträge der Abgeordneten. Ganz herzlichen Dank dafür. Dennoch, als Gesellschaft müssen wir viel lauter werden. Wir müssen uns dem Hass gegen Jüdinnen und Juden noch deutlicher entgegenstellen. Denn zur Wahrheit gehört auch, der Terror der Hamas wurde noch am selben Tag auf unseren Straßen gefeiert. Es wurden Gräueltaten gebilligt und sogar bejubelt, antisemitische Parolen skandiert, Einsatzkräfte angegriffen. Hass und Hetze halten seither online wie offline an. Und immer noch droht auch physische Gewalt. Viele Juden wagen es dieser Tage nicht, sich in der Öffentlichkeit als jüdisch zu erkennen zu geben. In der Etat muss steigen, die 10 Milliarden von Boris Pistorius sind zu Recht gefordert. Wer Menschen angreift, muss mit der ganzen Härte des Rechtsstaats rechnen. Wer Massenmord rechtfertigt, wer Freiheitsrechte missbraucht, um unmenschliche Straftaten und Hass zu propagieren, kann sich auf den Schutz der Meinungsfreiheit nicht berufen, meine Damen und Herren. Nein. Nein, diese Menschen begeben sich außerhalb unserer Werte, außerhalb des Rechts, und sie müssen sich dafür auch verantworten. Unsere Demokratie weiß sich zu wehren. Vermögen Bundeswehr und mit dem Verteidigungshaushalt zur Verfügung stellen. Gut übertreten. Wir schaffen doch, wir schaffen, wir schaffen.